Spießruten laufen unter Polizeischutz durch den Görlitzer Park. Der regierende Bürgermeister und die Senatorinnen und Senatoren kommen kaum zu Wort. 200 bis 300 Anwohnerinnen und Anwohner machen klar, dass sie den geplanten Zaun um den von Drogenhandel und Kriminalität belasteten Park vehement ablehnen. Hinter der Polizeikette erklärt Umweltsenatorin Manja Schreiner, zuständig für den Park, trotzdem, der knapp 2 Millionen Euro teure Zaun kommt. Echte Statements sind erst möglich, nachdem die Polizei die Demonstrierenden in der Ohlauer Straße abgedrängt hat. Für dieses umstrittene Thema, dass hier nur 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dieser Demo waren, finde ich, ist auch ein klares Signal. Ich hätte ehrlicherweise mit deutlich mehr gerechnet. Last but not least muss dieser Zaun kommen, weil wir wollen eine Beruhigung des Parks. Die grüne Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann dagegen sieht sich durch den Protest bestätigt. Das Bezirksamt und das Bezirksparlament von Friedrichshain-Kreuzberg teilt die Auffassung der Kreuzbergerinnen und Kreuzberger, die gerade auch sehr deutlich geworden ist. Wir halten das dauerhafte nächtliche Abschließen für keine Lösungen der Probleme, die in diesem Park und in den umliegenden Kiezen definitiv vorhanden sind. Einig sind sich Senat und Bezirk aber darin, dass mehr Geld in Suchthilfe und Obdachlosenprojekte rund um den Park gesteckt werden soll. Schon vor der Ankunft des Senats im Park hatten Anwohnerinnen und Anwohner, Opposition und Kiezinitiativen vor den Folgen des Zauns gewarnt. Sie befürchten, dass der Crack-Konsum die umliegenden Straßen noch stärker belasten wird als jetzt schon. Ein Zaun hilft keiner einzigen wohnungslosen Person. Ein Zaun macht die Situation von DrogenkonsumentInnen nicht besser. Und was ein Zaun gegen Drogenhandel bewirken soll, ist uns ein Rätsel. Außerdem wird sich das ganze Drogengeschehen einfach nur in die Kieze verlagern. Deswegen wollen auch viele AnwohnerInnen diesen Zaun einfach nicht. Deswegen finde ich das falsch. Und die Nummer, dass jetzt über ein Grünanlagengesetz dem Bezirk die Zuständigkeit wegzunehmen, wo der Bezirk sich explizit gegen den Zaun stellt, finde ich absolut falsch. Den Ursprungsplan, den Zaun schon im Frühjahr bauen zu lassen, hat der Senat mittlerweile aufgegeben. Der Zaun ist jetzt halt etwas, das hatte halt auch Vorlaufzeiten, die muss man auch beachten. Einen Auftrag kann man halt eben erst auslösen, wenn auch ein Haushalt verabschiedet ist. Und da sind wir jetzt so schnell wie möglich rangegangen. Jetzt also peilt der Senat die Errichtung des Zauns für den Sommer an. Weitere Proteste dürften ihm gewiss sein.